Alexandra ist wie ausgewechselt, sagt mir eine Mutter vor einigen Tagen. Ihre 20-jährige Tochter hat vor einigen Monaten ein Glaubensseminar mitgemacht, wo sie gelernt hat, den christlichen Glauben intensiver zu erleben. Seit diesem Seminar, so meint die Mutter, zeigt Alexandra eine Freude, die ich vorher bei ihr nie so gesehen habe. Mich wundert es nicht, dass Alexandra sich so zum Positiven hin verändert hat. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wer den christlichen Glauben wirklich entdeckt, der kann spüren, es gibt einen Gott, der ist real und der liebt mich und bei ihm bin ich geborgen. So etwas zu erleben kann zu einer Lebenswende führen, kann wie die Befreiung aus einer Gefangenschaft von verschiedensten Ängsten sein. Zum Beispiel auch vor der Angst, es könnte da niemand geben in meinem Leben, der mich wirklich liebt. Wenn ich von dieser und anderen Ängsten freier werde, dann kann ich mich leichter und tiefer freuen. Ich denke, Alexandra hat wohl etwas von dieser Freude entdeckt, von einer Lebenswende, die sich für mich auch im Psalm 126 ausdrückt. Als Gott der Herr uns aus der Gefangenschaft befreite, da war unser Mund voll Lachen.